Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr OBS richtig einrichten könnt. Das Ganze natürlich in meinem Fall für Fortnite. Allerdings müsste das für die meisten anderen Spiele natürlich genauso gut gehen. Und wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos hier mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt mal mit dem Video. Bevor wir überhaupt uns erstmal hier anschauen, wie man dieses ganze Design hier macht und die ganzen Szenen einrichtet, schauen wir uns jetzt erstes mal die Settings an, denn das ist so eine der wichtigsten Dinge, die man natürlich als erstes vor dem Streaming oder Aufnehmen erstmal einstellen soll. Ich werde jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen. Im ersten brauchte ich hier eigentlich nichts einstellen, das ist so ein bisschen allgemeine Sachen. Ist jetzt nicht so wichtig zum Stream bzw. zum Aufnehmen. Allerdings ist dann der Stream-Tab schon deutlich wichtiger. Dort müsst ihr nämlich einmal euren Streaming-Service, entweder Twitch oder YouTube wahrscheinlich einstellen und dann euren Server einstellen. Meistens bereicht es eigentlich, wenn der auf Auto ist, also automatisch das Ganze gewechselt wird. Und bei Twitch habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, euren Account damit einfach zu verbinden oder müsst ihr nichts weiteres machen. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Stream-Schlüssel einträgt, den findet man meistens in den Einstellungen entweder von Twitch oder eben halt von YouTube. Beim Output gibt es dann auch wieder viele verschiedene Einstellungen. Unter anderem haben wir hier einmal den Encoder. Der ist tatsächlich ziemlich wichtig, denn damit wird im Prinzip zum einen einmal eure Streamqualität und dann natürlich auch eure Auslastung des PCs dann gemacht. Das heißt, falls ihr dort einen falschen Encoder habt, kann es manchmal sein, dass euer PC eben halt komplett langsam wird, weil viel zu viel Leistung dafür eben halt verbraucht wird. Ich nehme da, weil ich eine Nvidia-Grafikkarte habe, den NVENC Encoder. Der ist tatsächlich sehr, sehr gut, wenn ihr eine Nvidia RTX Grafikkarte habt, würde ich den auf jeden Fall auch nehmen. Müsst ihr allerdings immer ein bisschen ausprobieren, geht da vielleicht einmal die ganzen Encoder durch und schaut, welcher auf eurem PC dann am besten läuft. Darunter könnt ihr dann einmal euren Output skalieren, das heißt, falls ihr immer nicht die Internetleitung habt für Full HD Streaming beispielsweise, dann könnt ihr das hier immer drunter stellen. Dann müsst ihr darunter noch einmal hier die ganzen Encoding-Einstellungen machen und zwar habt ihr da einmal hier die Rate Control, hätte ich auf CBR gelassen, Bitrate 6000 Kilobit pro Sekunde, zumindest bei Full HD 60 FPS ist das eigentlich immer das Maximum, was man überhaupt nehmen kann. Mehr geht es oder so nicht bei Twitch, weil nicht mehr reinkommen kann. Das heißt, nehmt das auf jeden Fall dabei. Dann hier Keyframe Interval 2 komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Preset Quality, Profile High, Psycho Whistle Tuning noch anmachen und dann noch die Max B Frames 2 einstellen. Sind eigentlich so als Settings, die bei ziemlich jedem PC funktionieren sollten. Falls ihr etwas umstellen wollt, eigentlich als erstes mal die Bitrate, falls ihr nicht so eine gute Internetleitung eben halt beispielsweise habt. Beim Aufnehmen ist das Ganze dann noch etwas anderes. Dort habt ihr nämlich jetzt zum einen noch einmal euer Aufnahmeformat. Das hätte ich eigentlich immer MP4 genommen. Zu den Audio-Tracks kommen wir später auch nochmal. Das werde ich euch jetzt noch nicht genau erklären. Hier könnt ihr natürlich auch euren Output wieder rescalen. Müsste allerdings in den meisten Fällen für Full HD reichen. Encoder geht hier natürlich genauso gut. Und dann könnt ihr hier unten dann eben mal auch das gleiche einstellen. Hier würde ich es bei allen Sachen gleich lassen. Außer die Bitrate. Dort könnt ihr ein bisschen was einstellen. Probiert ihr mal drum. Umso höher, dass ihr das Ganze einstellt, desto besser wird dann eben eure Bildqualität. Desto weniger verpixelt ist das Ganze. Bei Audio und Replay Buffer müsst ihr eigentlich nichts einstellen. Das sind relativ unwichtige Settings. Kann man eigentlich alles auf Normal lassen. Dann kommen wir schon wieder zu Audio. Das ist deutlich wichtiger. Darunter könnt ihr dann einmal eure ganzen Audio-Devices einstellen. Das heißt, für eure Kopfhörer müsst ihr dort auswählen. Und dann müsst ihr natürlich einmal eure Mikrofone auswählen. Hier unten könnt ihr dann auch noch eure FPS-Zahl einstellen. 60 FPS müsste in den meisten Fällen eigentlich relativ gut immer gehen. Dann habt ihr hier noch Hotkeys, die ihr einstellen könnt. Und als letztes hier noch im Advanced-Tab könnt ihr ein paar Sachen einstellen. Ich habe die Prozesspriorität auf Normal. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Dann hier unten, das Einzige, was ihr ändern solltet, ist der Color Space. Den hätte ich nämlich auf sRGB gestellt. Und dann könnt ihr hier noch eure Formate umstellen. Also wie im Prinzip die Namen der Files dann heißen. Bei mir wird das Ganze nämlich dann beispielsweise so aussehen. Ich habe hier den 5.10.20 und darunter dann immer nochmal die Uhrzeit. Das heißt 12.13 Uhr und 5 Sekunden. Das heißt hier beispielsweise Doppel-D ist dann der Tag. Dann hier Monat, dann Jahr und so weiter. Könnt ihr auch, wenn ich etwas länger drüber haltet, sehen, was ihr da alles einstellen könnt. Hätte ich auf jeden Fall immer gut gemacht, sodass man es so schnell wiederfinden kann. Das erspart euch nämlich eine Menge Arbeit. Dann kommen wir mal zum wichtigsten Part direkt, den man für Streaming braucht, und zwar ist das Audio, denn Audio ist immer wichtiger als eure Bildqualität. Dementsprechend sollte man sich darauf auf jeden Fall genug Arbeit machen und dafür habt ihr hier einmal den Audio-Mixer, müsste automatisch mal angezeigt werden. Falls es nicht angezeigt werden sollte, könnt ihr es hier einmal einstellen. Dort seht ihr nämlich beispielsweise die Docs und dann könnt ihr dort euren Audio-Mixer anstellen, damit ihr es dann eben halt sehen könnt, wie eure Audio-Qualität eben halt ist. Euer Mikrofon müsste in den meisten Fällen immer so hier in diesem Bereich sein, das heißt so im oberen gelben Bereich. Sollte nicht wirklich doll in den roten Bereich reingehen, dann ist es auf jeden Fall alles ziemlich fein. Denn Desktop-Audio sollte eigentlich in den meisten Fällen dann etwas leiser sein, das heißt hier eher so zwischen dem grünen und dem gelben Bereich, dann müsste das auch auf jeden Fall dort ganz gut passen. Falls ihr es lauter oder leiser stellen wollt, könnt ihr das Ganze hier mit diesen Schiebereglern machen. Und falls ihr dort nichts verstellen wollt, könnt ihr hier auch Rechtsklick machen und dann auf Log Volume klicken. Dann könnt ihr das nämlich
natürlich nicht aus Versehen irgendwie verstellen. Und da hatte ich ja wie gesagt noch angesprochen, dass es mehrere Audiospuren gibt. Und dabei habe ich das so geregelt, dass ich eben halt für die unterschiedlichen Szenen dann immer unterschiedliche Audiospuren habe. Beispielsweise habe ich hier einmal meine Alerts und so. Und generell habe ich bei allem die Audiospur 1 angestellt. Denn es ist so, wenn ihr ein Video aufnehmt und das beispielsweise instant auf YouTube hochlädt, dass ihr dann immer nur die Audiospur 1 hochlädt. Genau das gleiche auch beim Streaming. Dort wird dann auch immer automatisch nur die Audiospur 1 gemacht. Es sei denn, ihr stellt etwas um. Und zwar, wenn ihr in den Settings geht und bei Output hingeht, dann könnt ihr hier auch mehrere Audio-Tracks anwählen. Dann könnt ihr eben halt auch nur die Audiospur 2 oder nur 3 auswählen. Allerdings wird immer nur eine dafür genommen. Das heißt, alles, was ihr im Stream haben wollt, müsst ihr dann eben halt auch dafür aktivieren. Alles, was ihr nur in der Aufnahme haben wollt, könnt ihr dann auch hier aktivieren. Falls ihr dann immer beispielsweise manche Sachen haben wollt, die eben halt nicht beispielsweise in Aufnahme sind, dann könnt ihr das auch ausstellen. So beispielsweise bei mir eben halt die Alerts, die ich nicht haben will, die sind dann einfach nur auf Track 1. Den kehrte ich dann automatisch immer beim Schneiden komplett weg. Den brauche ich dann erstmal nicht. Und ich benutze dann für meine Aufnahme im Prinzip nur den zweiten und dritten Track. Das heißt, einmal mein Mikrofon auf den zweiten Track und dann eben halt mein Desktop-Audio auf den dritten Track. Und so kann ich das Ganze eben halt aufteilen, dass ich eben halt dann beispielsweise manchmal mein Mikrofon einfach wegschneiden kann. Und das erspart mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit und damit könnt ihr das eben halt einstellen. Ihr müsst allerdings bedenken, dass das nicht in jedem Schnittprogramm funktioniert. Das heißt, ihr müsst da gucken, dass ihr das Richtige habt. Bei Premiere Pro und generell in allen, die, glaube ich, bezahlt sind, sollte es aber auf jeden Fall ein Feature sein, was dort verfügbar ist. Dann sind wir auch schon direkt mit dem Audio-Thema fertig. Als nächstes kommen dann die ganzen Quellen und natürlich das Aussehen davon. Ich habe das tatsächlich alles in einer Szene gemacht. Ich habe dann hier nur noch einmal meine Streamcam-Szene, wo ich dann eben halt in einer Szene nur meine Kamera drin habe und dann habe ich hier immer meine ganz normale Szene mit allen Sachen drin. Und falls euch interessiert, wie man so einen Stream-Overlay erstellt, kann ich gerne auch mal ein Video dazu machen. Schreibt mir dafür auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, wenn man das hier einrichten will, hatte ich hier eben halt einmal meine Streamcam als unterstes Layer drüber gemacht, darüber einmal das Stream-Overlay. Das heißt im Prinzip einfach eine PNG-Datei darüber gelegt und dann eben halt noch dieses Widget, was in dieser Szene hier ist, genau dort unter mir. Das ist im Prinzip das Widget. Dort werden dann immer so Subs und so etwas angezeigt. Das ist dann im Prinzip in jeder Szene auch gleich. Dann habe ich in den Szenen dann immer teilweise noch einen Chat reingepackt. Das heißt, über mir würde dann eben halt, falls etwas in den Chat geschrieben würde, würde es eben halt dann hier drüber angezeigt werden. Ist eigentlich auch immer ganz praktisch. Wie gesagt, auch dazu kann ich gerne mal ein Video machen. Zeitlich würde das jetzt aber in dieses Video auf jeden Fall nicht reinpassen. Das ist auch so schon definitiv lang genug. Als nächstes ist dann natürlich wichtig noch, dass man seine Szenen irgendwie dann anordnen kann. Und dafür sollte man hier immer Log Preview aushaben. Und ihr müsst dann hier auch noch die Schlösser ausstellen, ansonsten könnt ihr es auch nicht verschieben. Und dann könnt ihr immer die Szenen anklicken und die hier überall verschieben und immer dorthin schieben, wo ihr es hinpacken wollt. Und falls ihr dort noch irgendwo das Ganze etwas andocken wollt, dann könnt ihr hier in die Settings nochmal gehen und hier Source Alignment Snapping anmachen und damit wird es dann im Prinzip an gewisse Bildbereiche eben halt angedockt, beispielsweise an die Ecken und so. Und dann erspart ihr euch damit auch ein bisschen Arbeit und es wird einfach ein bisschen leichter, dass ihr das Ganze machen könnt. Und falls ihr fertig seid, könnt ihr natürlich entweder Log Preview ganz machen oder ihr stellt eben halt hier so ein Schloss ein, dass ihr nicht auszusehen irgendetwas verschiebt. Als letztes zeige ich euch jetzt nochmal, wie man hier im Prinzip so das Ganze anordnet. Das heißt, wie ihr beispielsweise euch hier den Chat anzeigen lassen könnt und alles weitere. Und um das Ganze zu machen, muss man als erstes hier einmal wieder in die Docs gehen. Dort könnt ihr einmal hier alles im Prinzip übernehmen, was ich habe. Es geht, glaube ich, normalerweise hier bis zu den Stats. Und falls dann immer noch ein paar weitere will, dann kann man auf jeden Fall einmal hier in seinen Stream Manager gehen, bei Twitch beispielsweise, und kann dann hier auf bestimmte Fenster gehen, dort auf Pop-Out gehen und dann kann man das Ganze hier einfach einmal diesen Link im Prinzip kopieren und den Link kann man dann hier einfach eingeben und dann kann man im Prinzip damit diese Browser-Sourcen dann eben halt da reinpacken und kann im Prinzip genau das gleiche, was man hier sieht, dann eben halt auch hier drin sehen. Dadurch muss man eben halt dann nicht gleichzeitig irgendwie seinen Browser offen haben, sondern kann eben halt wirklich nur OBS offen haben und hat im Prinzip alles da drin und das ist wirklich relativ entspannt. So habe ich beispielsweise hier einmal mein Chat direkt neben meinem normalen Overlay-Fenster. Hier kann ich dann im Prinzip sehen, was ich so alles mache, was ihr im Prinzip dann sehen würdet. Dann natürlich die Controls, auch immer ganz wichtig, dass man sehen kann, ob man recordet, ob man streamt. Darüber dann nochmal ein Stream-Preview, das heißt, dort kann ich dann den Titel und meine ganzen Tags sehen. Audio-Mixer natürlich auch ganz wichtig. Dann habe ich hier einmal mein Twitch-Feed und dann noch mein Tippy-Stream-Feed. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ich noch irgendwie etwas weiteres erwähnen soll, euch irgendwelche weiteren Tipps und Tricks dazu geben sollte. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.